Sensationsbilder aus einem Rettungshelikopter. Bergretter finden einen vermissten Skitourenfahrer, verschüttet in einer Lawine. Nur der Kopf und der winkende Arm schauen heraus. Das kurze Video postet diese Rettungseinheit in der französischen Schweiz auch als Warnung. Denn der Mann hat unfassbares Glück gehabt, kann sich aber nicht selber befreien, als er auf seiner Skitour von einer Lawine mitgerissen wird. Als die Verwandten den Mann als vermisst melden, macht sich das Rettungsteam sofort auf den Weg, sucht die Strecke ab, die er als Wanderer seiner Familie gemeldet hat. Ein Rettungshelikopter begleitet die Suche aus der Luft. Dann die kurzen Sekunden des Glücks. Im Lichtkegel des Heli-Scheinwerfers ist schemenhaft ein Kopf und ein winkender Arm im Schnee zu erkennen. Unfassbar, der Tourengänger ist noch bei Bewusstsein, obwohl er seit mehr als 6 Stunden bis zum Hals im Schnee steckt. Kopf und ein Arm ragen aus der Lawine. Sich selber befreien kann er nicht, doch Zeichen geben geht. Die Sanitäter können den leicht unterkühlten Skitourenfahrer trotz der einsetzenden Dunkelheit bergen, ziehen ihn über 30 Meter hoch in den Helikopter und bringen ihn in Sicherheit. Und so endet dieser spektakuläre Einsatz mit einem glücklichen Ende.